das nächste Verlies, oder beziehungsweise das zweite und letzte Verlies in Hughes Fluch oder Haves Fluch, quasi das neue DLC-Gebiet in Tiefsgilde, Liebesgilde quasi. Auch hier bin ich wieder wegen der Quest und Himmelsscherbe und Erfolg. Im Moment habe ich ein bisschen Glück, es ist nicht ganz so überfarmt. Dadurch, dass das ja alles aktuell und neu ist und immer wieder mal ein paar Fehler hat, ist es in vielen Locations echt schwierig, seine Ruhe zu haben. Was ist das hier unten? Ein Geist oder was? Sind das die Geister? Ich habe ja, muss ja irgendwelche, glaube ich, irgendwelche Geister bändigen, wie auch immer. Die oben sind immer interessant, ja, also die Loot-Chance auf alle möglichen epischen Rezepte etc. ist extrem hoch hier in dem Gebiet. Gibt ein paar neue Ziele, die auch hier halt quasi in diesen Sachen droppen können. Warum habe ich hier gerade keine Gegner? Ah, guck mal hier. Der lüsterne Verdammte, ist das schon der Endboss? Kann das sein? Was war denn hier mit den Geistern? Benutzt Geisterfänger bei den Salzfängergeistern. Mal gucken. Mal gucken nach einer Kiste oder sowas. Hier noch eine Kiste. Ah. Nee, das war kein Geist. Das sah fast so aus.
Ich muss nochmal die Questbeschreibung lesen. Was ist denn der Geisteraufhänger? Ich störe schon wie. Langsam machen. Den hätten wir schon immer. Na, das sind das irgendwelche gefangenen Seelen oder sowas hier. Okay. Aha. Gut versteckt. Ist ja auch schon wie ein Trick, wie man reinkommt. Mal auf die andere Seite gehen. Auch schon die Kopf von hinten ran, hab ich gerade gesehen.
Ah, was ist denn das hier? Irgendeine Rüstung. Das ist bestimmt hier auch schon ein Boss oder sowas. So, noch zwei. So, hier war's noch nicht. Ja, das ist Boss oder was? Hier kommt nichts leben. Na ja, gut, da haben wir keine großen Ansprüche. Bei den vielen Leuten. Lass mal den Erfolg gesichert. Noch so ein Geist. Ah, ja, ist noch. Super, da war's, oder? Oder? Punkt einsetzen.
So, auf jeden Fall ist die Quest abgeschlossen, ne? Jetzt ist halt noch die Frage, wie komme ich an die Himmelsscherbe ran? Irgendwie. So, aufgeladen. Jetzt muss ich nur noch die blöde Himmelsscherbe irgendwie. Kannst du wieder verlaufen, ja, absolutes Labyrinth, ey. Ah, hier. Ja, so ein paar leichte Grafik nach Lader gibt's schon noch. Kleine Ruckler, weil es alles voll ist mit Leuten. Oh shit, oh shit. So wäre ich da reingekommen, glaube ich, ne? Schon mal zurück. Shit. Sorry, Leute. Ich glaube. Jetzt links hoch. Und dann ging es hier irgendwo rein. Na. Wo ging's denn jetzt hier rein? Irgendwo? Ach ja. Gehen wir's nochmal ein.
immer wieder an denselben Stellen, ne? Wie das Bild ruckelt. So, hier schon mal nicht. Über der Himmelsscherbe. So läuft's. Damit hab ich sie alle. Glaube ich. So Leute. Ja, hat ein kleines bisschen länger gedauert wie gedacht. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem euren Spaß wie ich und ja, müssen wir mal gucken. Also wie gesagt, Verliese gibt es ja jetzt an sich nicht mehr. Es gibt ja bloß in dem neuen Gebiet, so groß ist das ja hier. Ja, also hier sind wir. Hier ist die neue Prüfung. Und das im Grunde hier. Das ist im Grunde das neue Gebiet. Da gibt es ja noch zwei Weltenbosse, die ich auf jeden Fall mit reinnehmen werde in die Let's Plays. Ja. Ja, da sehen wir uns auf jeden Fall dann entweder bei was anderem, bei was ganz anderem. Ein paar Veteranenverliese fehlen noch und Orsinium haben wir noch nicht alles gemacht. Dann kommen die ganzen Schlachtzüge, also die Prüfungen, die Abenteuergruppe und der ganze Quatsch. Also wir haben noch einiges vor uns, Leute. So, gut. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis dahin, macht's gut.